Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo ist leider von jemandem, der keinen Namen dazu geschrieben hat. Also in der E-Mail steht kein Name. Ich weiß leider nicht, von wem der Zoo ist. Derjenige, der mir den eingeschickt hat, kann ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das nachträglich noch. Oder am besten mir nochmal eine E-Mail schicken. Aber du hast einen kurzen Text dazu geschrieben. Nämlich schreibst du: Hallo Dandymann, ich habe bis jetzt 88 Stunden gespielt, bin noch am Anfang. Hier in der Anlage habe ich meinen Zoo beigefügt. Ich habe über 30 Elefanten. Details habe ich leider noch nicht viel. Kommt noch. Mehr hast du gar nicht geschrieben. Der Speicherstand heißt Toge und deswegen werden wir jetzt dein Toge-Zoo besichtigen. Und damit sind wir im Toge-Zoo angekommen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt direkt losgehen und den Zoo besichtigen. Oh, ich habe hier irgendein Menü angeklickt. Ups. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Genau, wir werden den Zoo besichtigen. Und ihr seht schon, hier sind wieder ganz, ganz viele rote Nachrichten. Also scheint hier wieder drunter und drüber zu gehen. Aber das nehmen wir so, wie es ist. Also wir werden da nichts dran ändern. Und es geht los und... Oha, FPS-Drops sind am Start. Als allererstes, da scheint er irgendwas geladen zu haben. Okay, das ist natürlich hier erstmal ein bisschen unvorteilhaft, muss ich sagen. Mit dem Eingangsbereich, dass es hier so hoch geht über eine enorme Stufe und dass hier so ein paar Geländer sind. Und dass hier oben Entry und sowas noch steht. Wartet mal, kann man das hier nicht entfernen? Ja doch. Machen wir das mal weg. Das ist ja diese Standard-Dings. Dann sieht man den Eingangsbereich auch. Hm. Sieht sehr schön aus, aber ist wie gesagt nicht so gut platziert. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze hier ein Workshop-Objekt ist, wenn ich ehrlich bin. Muss aber nicht sein. Könnte aber sein. Aber sieht cool aus. Also sieht sehr, sehr nice aus. Aber wie gesagt, hier diese Stufe oder dieser Weg hier ist halt nicht ganz so ideal platziert. Vielleicht hätte man den so ein bisschen runter machen müssen. Ah, du wolltest das hier verdecken, den Weg, oder? Oh, keine Ahnung, ich lasse es einfach mal beim Alten. Ist aber ein sehr schöner Eingangsbereich. Es wird leider gerade Nacht. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, wir machen mal eben Tag an, Leute. Ich finde, bei Tag sieht man einfach mehr, gerade auf YouTube. Weil es auf Videos einfach immer noch dunkler rüberkommt. Aber sieht sehr, sehr cool aus. Das hier mit den Geländern ist natürlich auch nicht so ideal, muss man einfach sagen. Weil du hier anscheinend die Wege nicht so gut unter das Gebäude platziert hast. Also ich denke mal, das ist wirklich ein Workshop-Objekt. Ansonsten hättest du, glaube ich, diese Probleme nicht gehabt. Aber trotzdem ein sehr schöner Zoo-Eingang. Und wir werden als erstes begrüßt von Protestleuten. Aber die gehen. Das Problem scheint sich gelöst zu haben. Ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt geht's hier in dein Zoo. Ja, ist hier natürlich ein bisschen kahl. Also hier so ein bisschen Deko ist, glaube ich, nicht verkehrt. Der Rasen sticht hier auch so ein bisschen durch. Ich bin sowieso kein großer Fan von diesem langen Gras, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie nicht so nice. Wobei, hier auf dieser Welt geht es sogar noch, dieses grüne Gras. Aber ich benutze lieber selber so ein paar Pflanzen und sowas. So. Na, die Wegfarbe ist auch, oh, ich hab hier das Ding noch an. Die Wegfarbe ist auch eher gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ich die so mag. Ich glaube, das ist so ein bisschen indisch, ne? Keine Ahnung, aber wir gehen mal hier hoch. Hier scheint das erste Gehege zu sein. Oh ja, ach, wie schön. Oh, das ist aber ein tolles Gehege. Das gefällt mir sehr gut. Hier hinten so eine kleine Dusche. So schön rund. Ich glaube, das ist mega rund, das Gehege. Sind die tot? Oh mein Gott. Das erste Tier, was ich im Zoo sehe, ist tot. Ist der auch tot oder schläft der? Da hinten lebt noch was. Okay, beachten wir das lebende Objekt. Nee, war ein schönes Gehege. Ich glaube, das ist ziemlich rund. Gefällt mir. Auch, dass du die Gebäude so abgerundet hast, gefällt mir sehr gut. Also die sind beide so ein bisschen an diese Gehegeform angepasst. Mega nice. Okay, hier endet der Weg. Scheint so noch nicht fertig gewesen zu sein. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ist aber ein tolles Gehege, gefällt mir. Hier so ein bisschen Wasser am Rand. Und ich glaube, das ist komplett rund. Kann man jetzt aus der Ego-Perspektive schlecht erkennen. Aber ich will jetzt auch nicht aus der Ego-Perspektive rausgehen. Aber hier sind anscheinend schon Tiere gestorben. Das ist natürlich nicht so cool. Aber kann man nicht ändern. So, wie gehen wir denn jetzt hier weiter? Also mir fehlt hier definitiv so ein bisschen Deko, muss ich sagen, links und rechts. So ein paar Blumen, Bäume, Büsche wären natürlich nice. Und genau wie hier dieses hohe Gras ist auch jetzt nicht so Premium. Okay, das ist der Ausgang. Dann gehen wir doch mal hier in den Eingang rein. Dann fahren wir mal die erste Tour. Hier hast du halt das Problem. Ich glaube, du hast im Nachhinein einfach überall noch das Gras hingemacht. Deswegen ist das hier die ganze Zeit durch die Wege durch. Oh, was ist das für eine Schlange? ETF. Ja, so eine Anstehschlange kann man natürlich auch ein bisschen dekorieren. Es ist auch eigentlich immer von Vorteil. So ist es zumindest in Freizeitparks und Zoos immer. Wenn man
ja, nicht sieht, wie lang die Schlange noch ist. Wenn du hier zum Beispiel ein Gebäude gebaut hättest oder irgendwie was vor, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie ewig anstehen müssen. So, hier fahren wir jetzt mit. Wir drängeln uns jetzt vor. Let's go. Ah, bin ich jetzt? Ich bin im nächsten Truck, oder? Oder wo sind wir jetzt? Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe mich anscheinend verklickt. So. Oh nein, jetzt verpasse ich voll viel. Ich will eigentlich rüber swappen zu einem, der gleich losfährt. So, wir fahren bei diesem hier mit. Fahr mal in dieser Perspektive mit, dann sieht man das ganz gut. Ego-Perspektive würde natürlich auch gehen, aber dann hat man nicht so viel Übersicht. Finde ich immer. Ah, hier kommen wir in das erste Gehege rein mit Elefanten. Da schlafen sie. Und irgendein Tier ist ausgebüxt. Boah. Ist aber sehr huggelig. Achterbahnfahrt. Fährt auch noch eine Lok lang. Ich finde, das geht immer so schnell. Man hat gar keine Zeit zu gucken bei diesen Fahrten. Aber ich glaube, man kann die Geschwindigkeit einstellen, ne? Hier ist so ein schöner Tempel. Okay, der schwebt aber auch. Okay. Ich glaube, du hast wirklich viel mit dem Workshop gearbeitet. Kann das sein? Und die Sachen nicht so mega positiv, also nicht so gut platziert. Weil das muss noch ein bisschen in den Boden versenkt werden, das Gebäude. Oh mein Gott, wie cool. Okay, das ist eine richtig coole Idee. Schaut euch das mal an. Ein Elefant. Mit Wasser oben drauf. Aus Bodenmaterial einfach geformt. Richtig coole Idee. Auch mit den Stoßzähnen und so. Das sieht schon sehr nice aus. Ist echt schade, dass diese Fahrt immer so schnell geht. Aber die Elefanten finde ich nice. Ist aber auch riesig, ne? Hammer. Ja, hier haben wir noch so ein paar asiatische Gebäude, indische Gebäude. Ist schon sehr durcheinander gewürfelt, ne? Das ist hier so asiatisch, das ist indisch. Hier ist ein bisschen kahl und flach, also so ein bisschen Hügel wären hier auf jeden Fall gut. Ein paar Deko-Elemente. Sieht alles so ein bisschen kahl halt aus, das Gehege. Überall steht Spielzeug, aber ansonsten nicht viel. Hier so vereinzelte Bäume. Aber ich finde es auch immer gut, wenn man an Bäumen zum Beispiel so ein paar Büsche platziert oder da ein paar Felsen und sowas dran hat. Ansonsten sieht das halt echt immer sehr kahl aus. Und hier haben wir das nächste Gehege. Das sind auch Elefanten. Okay, es geht auch in die Strecke durch. Also scheint sehr gerne mit diesem Landschaftszug gearbeitet zu haben. Finde ich sehr cool. Sieht aber auch hier so ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Weil da einfach so Klippen und sowas noch ein bisschen fehlen. Also ein bisschen die Detailarbeit. Aber da bist du sicherlich noch nicht zugekommen. Hier hast du mit Klippen gearbeitet. Das sieht schon cooler aus, muss ich sagen. Sehr nice. Okay, das war die erste Fahrt. Jetzt haben wir schon mal sehr, sehr viel gesehen. Ist für mich aber echt immer schwer einzuschätzen, was jetzt Workshop ist und was nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das am besten regelt, ob ihr das irgendwie dazu schreibt. Also am besten schreibt ihr immer dazu, ob ihr Workshop-Elemente und so benutzt habt. Falls ich da mal irgendwie sage, es ist Workshop und ihr habt selber gebaut, dann seid mir bitte nicht böse. So. Dann gehen wir mal hier in das nächste Gebäude. Das ist die North Station. Das scheint dein Bahnhof zu sein. Hier fährt wahrscheinlich der Zug ab, ne? Sehe ich das richtig? Ja, hier fährt der Zug ab. Hier ist auf jeden Fall so ein schönes Glashaus gebaut. In dem Glashaus an sich hätte ich vielleicht noch... Ich weiß gar nicht, ne? Braucht man, glaube ich, bei Glas gar nicht. Vielleicht hier so ein paar Stützen oder so? Oder bei Glasdächern geht das eigentlich auch ohne Stützen, ne? In echt. Kenne ich mich leider nicht so mit aus. Aber ist auch so ein bisschen versucht zu dekorieren. Ich glaube, die Dinger schweben hier ein bisschen, ne? Die Sachen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier fährt auf jeden Fall der Zug lang. Aber den fahren wir ja später, Leute. Den machen wir ja... Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen durch den Zoo. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Hier geht es in den nächsten Bereich. Das scheint mir Asien zu sein. Asien. Hier ist schon was kaputt gedeppert. Sieht aber sehr schön aus. Tolle Gebäude. Richtig nicer Stil. Aber ich glaube... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Workshop-Element ist. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Aber richtig cool, diese Gebäude, ne? Und man sieht auch, die Brücke wurde im Nachhinein eingefügt. Die passt hier nämlich nicht so ganz ins Bild. Das ist immer sehr, sehr schwierig bei Workshop-Elementen, wenn man die platziert, die Wege im Nachhinein passend da rein zu platzieren. Daran kann man das eigentlich immer ganz gut identifizieren. Aber ihr seht schon, es sieht mega nice aus. Schöner Wasserfall, dieser Gebäudestil gefällt mir ultra gut. Das ist halt hier so ein Panda-Gehege oder sowas.
kann aber gerade keine Tiere erkennen, wenn ich ehrlich bin. Schade, schade. Hallo. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn ihr Workshop-Sachen benutzt. Aber es ist natürlich cooler, wenn ihr selber Sachen baut. Finde ich definitiv cooler. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Workshop-Element. Das habe ich, kenne ich halt, das Element. Ich sehe keine Tiere. Was ist denn hier los? Okay, hier ist wohl ein Laden am Ende des großen Gebäudes. Schöner Wasserfall, schöne Bepflanzung hier. Sehr schön grün alles. Das ist ein nice gemachtes Gehege hier, aber ist, wie gesagt, ich sehe hier keine Tiere. Und man sieht hier auch, guck mal, daran seht ihr das alleine auch schon, dass das Workshop ist. Die Laternen, die schweben in der Luft. Ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das alles zu platzieren, was vernünftig aussieht. Sorry für diese Laderuckler, ich weiß nicht, woher die kommen. Hier sind keine Tiere drin, oder? Ich glaube nicht. Ist ja doof. Was haben wir hier noch? Hier ist auch nochmal so ein schönes Gebilde. Schon nice gebaut hier. Alter, was habe ich hier für FPS-Drops? Tut mir wirklich leid. Irgendwelche komischen Drops, die ich noch nie hatte. Hier geht's auch nochmal rum. Oh! Selbst so eine unterirdische Viewing Area haben die hier, wo man die Tiere beim Schlafen sehen kann. Und das Einzige, was von den Tieren übrig ist, scheint Knochen zu sein. Oh Gott. Ich habe in deinem Zoo bis jetzt mehr tote Tiere gesehen als lebendige. Okay, das ist ein bisschen sad, muss ich sagen. Okay, dahinter sind noch irgendwelche Gebäude von Mitarbeitern. Dann geht es hier links weiter. Ist auch überall Müll, also Mülltonnen und so musst du auch auf jeden Fall platzieren noch. Haben wir hier. Hier ist auch so ein kleiner Ladenkonstrukt. Könnte auch Workshop sein, wenn ich mir so die Wegflächen hier angucke da drin. Sieht so aus, als wenn du die im Nachhinein eingefügt hättest. Kann aber auch selbst gebaut sein, wie gesagt. Also ich weiß es halt nicht. Aber sieht cool aus. Das ist eine coole Area. Dann kann man hier hinten noch zu den Toiletten gehen. Ich habe ja schon im letzten Zoo-Besichtigungsgang gesagt, dass ich es immer schöner finde, wenn man die Toiletten so richtig einbaut. Aber so geht es sogar eigentlich, wenn man die kaum sieht. Sind eigentlich schon relativ gut eingebaut. Weil ich mag halt den Eingang nicht. Oh, hier hinter sind sogar noch Vivarien, wie cool. Aber ich glaube schon, dass es Workshop ist. Sieht halt wirklich so aus, als wenn du das Gebäude platziert hast und dann die Wege hier noch so hingebaut. Also ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Das müsste die gelbe Anaconda sein, oder? Ja, gelbe Anaconda haben wir hier. Sieht man leider gerade nicht, oder? Wo ist sie denn? Hallo, wo bist du? Anaconda. Kannst du mich fressen? Ich bin in deinem Gehege. Keine Ahnung, wo die sich versteckt. Gucken wir mal das nächste Tier. Da haben wir diese Echse. Versteckt sich gerne da hinten in den Klippen. Diese Vivarien-Tiere zu finden, das ist aber auch schwierig teilweise, ne? Da sind die auch tot. Hör mir bloß auf. Genau, die Gila-Krusten-Echse war das. Und hier haben wir noch eine Boa Constrictor. Interesting. Aber selbst die sehe ich nicht. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Tiere alle tot sind. Entschuldigung, Leute. Besichtige ich hier gerade den Todeszoo. Sehr gut. So, weiter geht's. Hier, die Bäume müssen mal wieder gestutzt werden, so ein bisschen. Aber ist gut, hier hast du wenigstens ein bisschen Grün hin platziert. Das ist nice. Hier schon wieder Ladelags. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube irgendwie, dass der Zoo sehr groß ist und der irgendwie irgendwelche Elemente nachlädt. Hatte ich so bis jetzt noch nicht gehabt. Okay, das mit den Scheiben hier ist auch nicht ideal. Oh Gott, was ist jetzt? Ich bin auf dem Zaun. Und ich komme nicht mehr runter. Ich habe es ja gerade gesehen mit den Scheiben. Da kann man nämlich auch nicht so durchschauen. Ich habe echt das Gefühl, ich bin hier in einem Todeszoo gelandet. Komm Leute, wir schauen jetzt mal von oben uns das Ganze an. Besucherperspektive ist ein bisschen schwierig. Dann kann man das nämlich alles besser beurteilen. So. Okay, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Hier scheint auch irgendwas beim Platzieren schiefgegangen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Dom vielleicht auch ein Workshop-Element ist. Ich weiß es nicht. Und das dazugehörte und dann über deine Wege gelappt ist. Das ist echt schwer einzuschätzen. Okay, wir waren auf jeden Fall hier. Wie gesagt, die Scheiben sind von der Höhe her, zumindest gerade aus meiner Perspektive, wie ich war, nicht so ideal gewesen. Hier ist aber auch alles vergammelt und so. Ich glaube, deine Tiere sind halt wirklich alle
vor die Hunde gegangen, ne? Die sind halt tot. Hier sind keine Tiere mehr drin. Ich kann keine Tiere hier bewerten, aber das Gehege ist sehr schön. Sieht nice aus. Auch hier geht es nach unten so ein bisschen. Und, ja, der Weg hier ist natürlich sehr hügelig. Da musst du nochmal ein bisschen überglätten. So, und hier ist dann auch wieder so eine Underwater Water Viewing Area oder sowas. Das hier ist auch nicht so ideal platziert. Das Wasser auch nicht, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Sollte das nicht so eine... Ich glaube, der Wasserstand ist einfach nicht hoch genug, weil hier sind die Seerosen. Also ich glaube, das ist hier ein Workshop-Element, was nicht so gut platziert wurde. Weil hier sind die Seerosen. Ich denke mal, hier soll das Wasserniveau sein. Und hier ist alles so ein bisschen verrutscht von der Höhe. Ja gut. Ist halt teilweise echt schwer, die Workshop-Elemente gut einzubringen. Auch ein sehr schönes Gebäude hier für die Mitarbeiter. Scheint aber auch ein Workshop-Element zu sein. Also du scheinst sehr viel damit gearbeitet zu haben. Und hattest wohl echt Probleme, die einzufügen vernünftig. Das ist halt auch echt nicht so einfach. So, was haben wir hier als nächstes? Das ist, leben hier Tiere? Oh, da leben noch Tiere. In deinem Todeszoo leben Tiere. Ist das nicht wundervoll? Ganz viele Löwen. Das sind ja nur Männchen. Ich dachte, Löwen wären mehr so ein Männchen oder zwei Männchen und Rest Weibchen. Ich weiß gar nicht, ob die sich so wohlfühlen. Die scheinen doch alle sehr jung zu sein, sehen zumindest aus. Obwohl der nicht. Oh, 17. Oh, das ist aber mega alt, oder? Ja. Der ist kurz vorm Abnippeln. Und 9 Jahre. Okay. Aber auch hier ein schönes Gehege, gefällt mir. Hier ist ein so ein random Stein zwischen. Oh, ich glaube, das ist sogar gewollt. Hier ist das nämlich auch. Ah, du hast die immer so gemixt, so ein bisschen. Ja, aber das sieht hier ein bisschen komisch aus, oder? Der Mix zwischen den Steinarten hier. Also die Idee dahinter verstehe ich, aber das ist hier teilweise nicht so nice umgesetzt. Und das hier ist auch nicht ideal platziert, leider. Aber sieht cool aus, das Kletterding. Aber ich frage mich, ob die da hoch können. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht geht. Können wir mal eben gucken. So. Ne, passierbarer Bereich. Das scheint hier... Ah, hier wäre der Aufgang gewesen. Ah, ich verstehe. Aber scheint nicht zu gehen, sonst wäre das blau hier. Also die Löwen scheinen hier nicht hinzukönnen. Muss man nochmal ein bisschen überarbeiten. Der Zaun und sowas, der ist hier auch sehr zackig. Den kann man natürlich auch noch ein bisschen smoother machen. Okay, das Gebäude kennen wir ja schon. Das ist aus dem Workshop. Ganz vielen Einzelteilen, wie ihr seht. Ja. Ich finde, für die Menge an Einzelteilen, also es sieht schon cool aus, aber ich finde, es ist es nicht wert. Weil man muss halt immer ein bisschen überlegen, dass man im Rahmen bleibt. Und ich finde, für 1400 Objekte zwei Läden unterzubringen, das kann man auch mit weniger lösen und mindestens genauso schön, da bin ich mir ziemlich sicher. So, Elephant World. Jetzt wird's interessant, glaube ich. Ah, gehen wir noch mal einmal zurück zum Dom hier. Leute, was ist denn? Ein Heizkörper am Schweben. Ja, wie gesagt, hier ist wahrscheinlich Workshop-mäßig was verunglückt. Wo geht's denn hier rein in den Dom? Da, Kongo. Oh, wie cool. Okay, da möchte ich eigentlich noch mal eben aus Besucherperspektive. Da kommt auch gerade hier die Mandy Summer. Bietet sich an. Ticket Camp. Let's go. Dann gehen wir mal in den Kongo. Richtig cooles Schild, aber ich glaube halt auch, dass das ein Workshop-Element ist. Was haben wir denn hier? Müsste hier nicht normalerweise ein Schild stehen, welches Tier hier drin ist? Ich glaube schon, ne? Ist aber eine coole Idee, das so mit diesem Zaun hier zu regeln. Dass man hier kaum durchgucken kann, nur so ganz leicht so einen Blick erhaschen könnte. Auf Tiere, die wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sind. Okay, hier schweben einige Schilder und so. Also ist, glaube ich, echt viel missglückt. Enclos. Chemin. Enclos. What the fuck? Aber hier sind auch keine Tiere drin, ne? Also die Idee ist mega cool mit diesem Kongo-Dom, aber hier ist halt echt viel missglückt. Aber es sieht schon cool aus. Also man sieht schon so, was dahinter steckt. Aber hier sind auch die ganzen Schilder umgefallen. Oha. Oha, oha, oha. Okay, wenn ihr mir Zoos einschickt, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr guckt, dass sie zumindest einigermaßen laufen. Damit wir wenigstens Tiere zu Gesicht bekommen. Wir haben, hier ist ja alles irgendwie leer. Irgendwie ist ja alles gestorben. Es existiert ja nichts. Das ist wie so ein verlassener Zoo. Dome Tropical. Oh Mann.
Also man sieht es ja ganz gut, aber die Tiere sind einfach tot. Das ist echt traurig, muss ich sagen. Es ist wirklich traurig. Also dieser Bereich hier, den wir bis jetzt gesehen haben, hier links, da ist alles tot. Aber ich glaube, es geht auch hauptsächlich hier um diese Elefantengehege, da wo wir jetzt hinkommen. Boah, es laggt. Sehr schön. So, Elephant World. Dann besichtigen wir das Ganze mal. Hier sind auch so Werbeschilder. Die habe ich tatsächlich auch noch nie benutzt. Ich glaube, das sind ganz coole Deko-Elemente, diese Werbeschilder. Das ist ganz schön hier mit dem Elefantenkopf. Gefällt mir. Scheinst du auch selber gebaut zu haben. Finde ich gut. Noch so ein kleiner Elefant. Dann geht's hier unten rein. Wollen wir nochmal hier in Besucherperspektive gehen? Ich weiß gar nicht, warum ich hier so Ruckler kriege. Das ist der erste Zoo, wo ich das habe. Das sind halt immer so ab und zu FPS-Drops, aber ansonsten habe ich ziemlich gute FPS. David Cam. So. Gehen wir mal in Besucherperspektive hier rein und schauen uns das Ganze an. Er ist natürlich überall komplett chaotisch, was Müll und so angeht. Da laufen die Elefanten. Das sind indische Elefanten, so wie es aussieht. Wenigstens leben die, das ist schon mal gut. Ich finde die Idee hier cool mit diesem Graben und dann diesen Stein da. Das gefällt mir sehr gut. Denn dahinter... Ich glaube, du hättest gar nicht hier eine Barriere setzen müssen. Ich glaube, das hätte hier schon als natürliche Barriere ausgereicht für die Elefanten. Wäre natürlich nochmal um einiges nicer. Ich finde das cool. Da sind sie, die indischen Elefanten. Das müsste ein Weibchen sein, ohne Stoßzähne. Männchen haben, glaube ich, Stoßzähne, ne? Wo sind sie denn? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Hier ist leider auch die Tafel nicht an. Und die schwebt auch ein bisschen. Also sie ist wirklich viel verunglückt, leider. In dem Zoo, was Platzierung angeht. Haben wir hier. Okay, das ist unwichtig für uns. Das ist nur für Mitarbeiter. Hier oben geht es dann auch nochmal rein. Oh, das ist ja richtig schön hier. Oh mein Gott, das sieht cool aus hier. Guckt euch mal die Optik hier oben an. Na, hier flackert es leider auch ein bisschen. Das kann man aber auch beheben. Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch schon wieder Workshop ist. Sieht schon wieder so aus, als wären so die Wege, weil die hier so runtergehen und sowas. Und den Zaun nachträglich platziert hast, weil das sehr kantig und eckig ist. Ich glaube, wenn du hier den Zaun vernünftig am Weg entlang platzierst und den Weg auch vernünftig, dann wird das Ganze nochmal um einige schöner aussehen. Ist aber, wie gesagt, immer schwierig. Aber daran kann man meistens die Workshop-Elemente gut identifizieren. Hier ist auch der Weg nicht gut platziert. Also müsste der weiter unten sein, weil das hier das Geländer ist. Aber es ist eine richtig coole Idee, dieser Dom. Muss ich sagen. Hier sind Toiletten. Oh, da stehen einige Leute an, wie es aussieht. Hallo. Hallo. Oh Gott. Okay, ich will mir diesen Dom gleich nochmal von oben angucken. Den finde ich nämlich sehr, sehr cool. Aber ich glaube, das ist halt alles wirklich richtig Workshop-mäßig. Ist das da Männchen? Nee. Und alles Weibchen, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Ich komme gerade gar nicht dahin. Oh, hungrig. Ich habe deine Tiere verhungern alle, kann das sein? Okay, Leute, wir nehmen mal mit die Außenperspektive. Sieht man das Gehege nochmal. Ist auf jeden Fall vom Platz her mehr als ausreichend. Sieht auch cool aus. Also diese Idee hier gefällt mir sehr, sehr gut. Mit diesen Steinchen hier. Ist auch ein toller Unterstand. Ich weiß nur nicht, ob der begehbar ist wirklich für die Elefanten. Wobei diese indischen Elefanten, die Weibchen sind ja nicht so groß. Könnte also gut sein, dass die Weibchen hier rein können. Oh ne, seht ihr? Ist zu klein. Rückzugsort. Also das scheint nicht zu funktionieren. Schade, schade. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber auch hier so ein bisschen kahl das Ganze. Ansonsten sieht das schon sehr cool aus hier. Was ist das denn hier? Muss ich das verstehen? Ah, lol. Im Gehege? Direkt. Hier geht so ein Mitarbeitergang hoch und dann sind hier diese ganzen Sachen direkt im Gehege. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ich meine, es ist versteckt vor den Besucheraugen. Aber man hätte das sonst, glaube ich, ganz einbauen müssen. So ein Häuschen im Gehege zu bauen, finde ich gar nicht so schlimm, aber man noch ein bisschen besser verstecken können. Oh, hier, das hier sieht auch sehr schön aus. Sehr schönes Wasserelement. Fällt mir. Wie ist das Wasser hier so runter? Sieht nicht ganz so realistisch hier aus. Also könnte man, glaube ich, schöner lösen. Aber die Idee ist cool, so ein Gewässer hier runter zu bauen. So. Oh, wie süß. Guck mal, ein kleiner Putziger. Oh. Endlich sehen wir mal ein bisschen Leben in deinem Zoo. Mit dem ganzen Tod, den wir hier sehen. So, den wollen wir jetzt aber nicht hier weiter angucken. Da, das ist der Dom, den wir gerade gesehen haben. Eine mega coole Form. Ah, ich verstehe. Okay, es wurde ein so ein Seitenelement gemacht und dann wurde das Ganze platziert.
Wahrscheinlich wurde dann eine Seite fertig gemacht, so ein Ei, und das wurde rüberkopiert auf die andere Seite. Oder so in der Art. Das ist hier der Eingang. Boah, richtig cool. Mit diesem Elefantenkopf. Aber hier ist auch irgendwas missglückt. Hier vorne. Hm. Ja, Leute, also ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr Workshop-Elemente benutzt, gebt euch wirklich Mühe, die zu platzieren, weil ansonsten endet das hier so. Das ist halt alles wirklich nicht so nice. Und übertreibt es nicht so mit Workshop-Elementen. Baut lieber selber was, was dann nicht ganz so krass ist. Sieht meistens trotzdem schöner aus. Hier sind auch Workshop-Elemente, wie ihr seht. Solche Springbrunnen. Sind natürlich cool. Ist das gewollt, dass hier der Strahl rausspritzt? Ich glaube schon, ne? Es gibt schon coole Sachen hier. Aber ich bin halt jetzt gerade echt nicht so beeindruckt dadurch, dass das halt alles nicht selbst gebaut ist. Und halt alles kreuz und quer und krumm und schief ist. Muss ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Also das haben wir ja gerade hier schon so ein bisschen gesehen. Das hier ist auch ein sehr schönes Elefantenunterschlupfgebäude. Wahrscheinlich auch aus dem Workshop. Gehe jetzt einfach mal davon aus. Sieht cool aus. Cooler Stil. Richtig afrikanisch. Ich bezweifle aber, dass hier Elefanten reinpassen. Wenn ich ehrlich bin. Gibt es hier überhaupt Tiere? Das ist die große Frage. Ich habe echt keine Ahnung. Hier ist auch so uneben, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Tiere da gar nicht reinpassen. Aber hier auch ein schöner Wasserbereich. Das sieht auch nice aus hier mit dem Wasser, was darunter plätschert. Ja. Ich überfliege das jetzt hier. Okay. Ist der ausgebüxt? Ich glaube schon. Ah ne, das Gehege hier, ne? Ah, hier sind die ganzen Elefanten. Ich sehe aber keine Männchen, wenn ich ehrlich bin. Alles Weibchen. Indischer Elefant, indischer Elefant. Okay. Aber das hier ist natürlich auch nicht so ideal, ne? Diese ganzen Stützen und so. Sind auf jeden Fall viele Elefanten. Also Elefanten scheinen ein Hauptthema gewesen zu sein. Ah, die Elefanten können hier lang, okay. Hat sich soeben bestätigt. Das haben wir hier vorhin auch schon gesehen. Hier sind dann die afrikanischen Elefanten. Ich weiß gar nicht, welche ich cooler finde. Ich glaube, ich finde die afrikanischen tatsächlich ein bisschen cooler als die indischen. Sind aber beide nice. Kann man nicht anders sagen. Er sieht ja richtig motiviert aus. Er hat gar keinen Bock auf seine Arbeit, oder? Herrlich. Ein Elefant geht aber direkt hin. Machen wir hier so ein bisschen heller noch. Okay, nee, der Elefant, den juckt das gar nicht. Aber er ist am Brüllen. Hallo. Na, du Süßer. Elefanten sind schon tolle Tiere. Ja, ich würde jetzt sagen, diese Zugfahrt, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr machen, Leute. Ich meine, wir haben das ja jetzt hier relativ gut gesehen. Ich muss wirklich sagen, mir zu viele Workshop-Elemente und zudem auch noch meist sehr, sehr schlecht platziert. Dann kommt noch dazu, was ich bisschen doof finde, dass die ganzen Tiere tot sind. Ist sehr, sehr schade. Also wenn ihr einen Zoo einschickt, achtet ein bisschen darauf, dass die Tiere gut versorgt sind. Stellt genug Mitarbeiter ein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das hier auch ein Workshop-Element ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist es. Definitiv. Schaut mal hier. Okay. Oh, die Kamera spackt ab. Sorry, Leute. Aber seht ihr, was da oben ist? Hier schwebt alles. Normalerweise wäre hier oben nämlich noch so ein begehbarer Platz oder sowas gewesen im Workshop-Element. Das wurde gar nicht eingefügt. Also damit hast du dich soeben verraten. Aber eine coole Idee mit diesem Elefanten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, das war der Zoo von Unbekannt. Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Togi, glaube ich, ne? Ich glaube, Togi Zoo heißt er. Schreibt mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Und falls euch das Video und das Format gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann dürft ihr es gerne tun. Unten in der Infobox steht dazu alle Infos. Also den Speicherstand könnt ihr mir einfach per E-Mail schicken. Und dann bewerte ich das Ganze. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.